In diesem Video zeigen wir dir Übungen für einen starken, gesunden und vor allem schönen Rücken. Was du dafür brauchst, sind zwei Wasserflaschen, eine Matte und zwei Sixpack Wasser. Egal, ob du Anfänger bist oder fortgeschritten, du wirst hier immer die richtige Variante für dich finden. Schon nach zwei Wochen siehst du als Anfänger die ersten Erfolge. Wenn du fortgeschritten bist, wird es vier Wochen dauern. Merke dir, vor jedem Workout solltest du allerdings fünf Minuten ein kleines Warm-up machen. Wir starten unser Workout mit dem vorgebeugten Rudern. Dazu nehmen wir zwei Wasserflaschen, gehen leicht in die Knie, den Oberkörper beugen wir vor, spannen unsere Bauchmuskulatur an und ziehen mit den Armen eng am Körper vorbei nach oben. Dabei darauf achten, dass die Schulterblätter hinten aktiv zusammengezogen werden und der Kopf eine Linie mit der Wirbelsäule bildet. Das heißt, ich schaue so leicht schräg nach unten vorne. Den Bauch spanne ich aktiv mit an, dass ich die Lendenwirbelsäule stütze. Und dann mache ich hier noch zwei Wiederholungen, schauen, dass die Schulterblätter unten sind und aktiv zusammengezogen werden. Wem diese Übung jetzt mit Wasserflaschen zu leicht ist, der kann sich auch einfach zwei Sixpacks zur Hand nehmen. Die heben wir von unten auf, gehe in die Ausgangsposition zurück, ziehe die Schulterblätter zusammen und die Ellbogen eng am Körper vorbei. Schaut darauf, dass die Handgelenke möglichst gerade bleiben, ganz festmachen, genau. Bauchspannung natürlich wieder wichtig, gerade wenn ich mit mehr Gewicht arbeite. Den Oberkörper kannst du ruhig noch etwas weiter nach vorne beugen. So, genau. Je weiter der Oberkörper zum Boden zeigt, umso mehr komme ich in die Schulterblattmuskulatur. Wenn ich aufrechter bin, komme ich eher hier oben in den Schulterbereich. Machen wir noch zwei Stück davon. Und letztes Mal ausatmen und ablegen. Als nächstes machen wir für die Schulterblätter das Armheben in vorgebeugter Position. Dazu beugen wir wieder die Knie leicht, gehen mit dem Oberkörper nach vorne. Die Hände sind außen an den Schienbeinen, Daumen zeigen nach vorne und wir heben die Arme leicht nach außen oben hoch. Genau. Wieder darauf achten, dass die Wirbelsäule ganz gerade ist, der Kopf eine Linie mit dem Rücken bildet. Hier sprechen wir jetzt sehr schön die Schulterblattmuskulatur an. Und auch ohne Gewicht ist diese Übung für den Anfang schon recht anspruchsvoll. Wem das aber zu leicht wird, der nimmt sich einfach zwei Flaschen zur Hilfe. Wieder in die Ausgangsposition zurückgehen, Beine gebeugt, Oberkörper nach vorne gelehnt, parallel zum Boden. Und ich komme von innen zusammen nach außen zur Seite. Eine weite Bewegung mache ich, dass ich nur aus den Schulterblättern arbeite. Hierbei auch darauf achten, dass die Schultern immer entspannt sind, dass ich sie leicht runternehme und nach hinten zusammenziehe. Und mein Blick ist wieder nach schräg unten vorne, dass der Kopf eine Linie mit der Wirbelsäule bildet. Letzte Wiederholung und lösen. Als nächste Übung machen wir das Rumpfbeugen, eine perfekte Übung für den unteren Rücken und nebenbei auch für die Bauchmuskulatur. Das heißt, in der Ausgangsposition stehe ich etwas weiter als hüftbreit, spanne meinen Bauch aktiv an, gehe leicht in die Knie und bewege jetzt mein Gesäß nach hinten, sodass der Oberkörper parallel zum Boden kommt, weiter runter, schön eine gerade Linie bilden und kommen wieder hoch. Hierzu können wir jetzt die Hände auch hinter den Kopf nehmen, um es etwas schwerer zu machen und gehen wieder runter, wieder schauen, dass der Rücken eine Linie bildet und kommen wieder rauf. Oben Bauch aktiv anspannen, wir gehen runter und wieder hoch. Nicht wundern, wenn man hierbei vielleicht auch die Oberschenkelrückseite merkt, da die hier auf Zug kommt. Also in den ersten Wiederholungen kann es gut sein, dass ich vielleicht auch die Oberschenkelrückseite ein bisschen mehr merke als den unteren Rücken. Wer diese Übung jetzt schon sehr oft gemacht hat oder wem die vielleicht auch so etwas zu leicht ist, der kann sich jetzt zur Hilfe auch zwei Sixpacks Wasser nehmen, dass ich ein Gewicht hochheben muss. Mit diesen Sixpacks mache ich jetzt nichts anderes als rückenschonendes Aufheben. Ich spanne meine Bauchmuskulatur wieder fest an,
Geh runter, greife mir die Sixpacks, zieh die Schulterblätter zusammen und richte mich mit maximaler Spannung auf. Schultern nach hinten ziehen. Dann gehe ich langsam wieder runter, bis ich kurz den Boden berühre und wieder hoch. Wunderbar. Und wir gehen wieder runter. Immer auf die Bauchspannung achten, dass die Lendenwirbelsäule fixiert ist und schön fest. Und ich gehe wieder runter. Und nebenbei ist diese Übung auch noch wunderbar für den Bauch. Okay. Und absetzen, langsam hochkommen. Perfekt. Bei der nächsten Übung gehen wir in Bauchlage auf die Matte. Die Fußspitzen sind auf dem Boden aufgestellt, sodass ich hier eine Spannung in der Po-Muskulatur bis in den unteren Rücken aufbauen kann. Meine Hände nehme ich hinter den Kopf und dann ziehe ich die Schulterblätter zusammen und richte mich auf aus dem Oberkörper und gehe wieder runter. Bei der Übung trainiere ich jetzt durch das aktive Anspannen der Schulterblattmuskulatur den oberen Rücken und durch das Heben den unteren Rücken. Diese Übung ist perfekt für den unteren Rücken. Allerdings, wenn ich da so ein bisschen ein Ziehen habe oder eher vom unteren Rücken etwas schwächer bin, dann sollte ich die Bewegung ein bisschen geringer ausführen, dass ich nicht so hoch gehe. Genau. Und mich da langsam rantasten. Für die es zu leicht ist, die können die Beine jetzt noch mitheben. Das heißt, Oberkörper und Beine heben gleichzeitig ab. Auch hierbei immer wichtig, langsam rantasten, noch nicht so große Bewegungen machen. Erst wenn ich mich sicher fühle und der untere Rücken stabil ist, gehe ich auch etwas höher. Ziehe die Schulterblätter aktiv zusammen. Okay, und ablegen. Gut. Die nächste Übung erinnert an einen Seestern, ist aber eine super Übung für unseren unteren Rücken, den oberen Rücken und nebenbei auch für die Po-Muskulatur. Wir gehen mit den Armen ganz weit nach außen, die Daumen zeigen nach oben und jetzt hebe ich die Schulterblätter an. Genau, der Oberkörper bleibt in dieser Position, in dieser angehobenen Position. Und jetzt bewege ich mich mit den Beinen nach außen und innen, sodass die Oberschenkel im Optimalfall wie hier auch komplett vom Boden entfernt sind. Auch hierbei wieder darauf achten, dass der Blick zum Boden ist, dass ich die Halswirbelsäule nicht überstrecke. Perfekt. Noch hier immer aktiv zusammenziehen, hier maximale Spannung in die Schulterblätter bringen. Und wem das jetzt zu leicht ist, da erhöhen wir jetzt einfach den Hebel und gehen mit den Armen leicht nach vorne und machen weiter. So erhöhe ich die Spannung im oberen und im unteren Rücken. So, drei Wiederholungen machst noch und das wird mit der Dauer dann doch ganz schön anstrengend. Letztes Mal und lösen. Super, und dann haben wir das Workout für den Rücken auch schon geschafft. Ich hoffe, dir hat das Workout Spaß gemacht und vergiss nicht, dir unseren Trainingsplan runterzuladen.